Hallo, ich möchte euch gerne heute den Tizen iPlug vorstellen von IQ. Der Tizen iPlug ist ein DVB-T-Tuner, der über einen Stecker verfügt. Das heißt, der iPlug wird in jede Steckdose einfach hineingesteckt. Er hat einen großen Antennenangang, zum Beispiel für den Anschluss an die Hausantenne, für den optimalen Empfang oder auch bei ausreichendem DVB-T-Signal für die im Lieferumfang enthaltene Startantenne. Der iPlug schickt das Live-DVB-T-Fernsehen auf Apple iPads, iPhones, iPod Touch, Mac, Windows-PC und auch auf Android-Tablets und Smartphones. Wir haben hier einmal das aktuelle Apple iPad Mini. Wie ihr seht, es besteht keine physikalische Verbindung zu dem Tuner. Der Tuner steckt in einer Steckdose, das kann ich euch auch eben kurz zeigen. Der steckt nämlich dort mit der Startantenne angeschlossen. Ich gehe wieder zurück zum iPad Mini. Ich kann auf den Vollbildmodus gehen. Ich kann natürlich die Sender wechseln. Ich habe einen EPG. Ich habe eine Aufnahmefunktion, das heißt, ich kann das Live-TV-Signal aufzeichnen. Hier habe ich ein aktuelles Android-Tablet, das Google Nexus 7. Auch hier Vollbildfunktion, ein gestochenscharfes Bild. Das kann ich hier klein machen, auch ein EPG, auch Aufnahmefunktion. Das heißt, mit dem typischen iPlug seid ihr vollkommen flexibel, was Live-Fernsehen zu Hause anbelangt. Ganz einfach in die Steckdose, App herunterladen, installieren, Sendersuchlauf und schon geht's los. Das heißt, Live-TV auf euren Smartphones und Tablets, zum Beispiel in der Küche, Frühstücksfernsehen, im Badezimmer, im Schlafzimmer, auf der Terrasse, im Garten. Die Reichweite ist abhängig von der Bauweise des Hauses oder der Wohnung, aber bis zu 25 bzw. 30 Meter sollten hier kein Problem sein. Vielen Dank.